Und willkommen zu einer kleinen Folge vom Let's Show Wogier mit dem Profil. Hi. Standard Antwort. Immer noch. Und ja, das hier ist unser Wogier. Und der Profil sagt jetzt was dazu. Genau, also das ist unser Wogier V2. Der Name ist POA, also immer mit Bindestrich. Also großes P, großes O, großes A. Für die Nicht-Englisch-Kenner. Ja, das steht für Piece of Artillery, also ein Stück einer Artillerie. Falls man das nicht weiß, bitte googeln, was es ist. Ja, auf Deutsch könnte man das eben so übersetzen. Oder man sagt einfach ein Geschütz. Weil, ich habe nach Vorbild gebaut. Bei mir wird es wahrscheinlich jetzt eingeblendet sein. Oben rechts oder so, bei der Minimap. Bei dir vielleicht auch. Nee. Okay, bei dem nicht. Und erstmal wieder die Sichtweite runterstellen. Ich bin schon lange fertig, ich war schon unten. Okay, ja, es ist ja nicht die Sichtweite, es ist ja die FOV-Anzeige, keine Ahnung. So, also, komm mal wieder hier hin, wo wir eben standen. Hinter dir bitte. Ja, also wir haben... Oh mein Gott, es laggt. Mann. Warte mal. Komm trotzdem mal hierher. Damit es natürlicher aussieht, mache ich jetzt mal kein Texture Pack rein. Ja, mach ich vielleicht auch. Noch mehr. Resource Pack, einfach mal. Ja, ich sehe natürlich meine ganzen Resource Packs. Egal. Wo bist du? Ich stehe hier oben. Komm mal her. Boah, sieht ja scheiße aus. Geil. Geil. Oh mein Gott, sieht ja scheiße aus. Ach nee. Das Orange ist irgendwie voll blass. Ja. Ja, also kurz zur Info, wir haben 8 Stichkanonen, das sind einmal diese 4 Quadrate in der Mitte, um die Leuchtbalken, auch Augen genannt, verteilt, und nochmal in diesen 4 Armen, rechts und links, sind nochmal jeweils, also das sind nochmal 2 rechts, 2 links, dann in der Mitte nochmal 4, sind insgesamt 8 Stichkanonen, gell? Jo. So, dann haben wir unten rechts am Körper sozusagen und unten links am Körper haben wir 2 Lupfkanonen. Die habe ich selber entwickelt, deswegen sind die auch grottenschlecht. Obwohl ich die Stichs auch selber entwickelt habe, aber ich bin eben ein Stichentwickler und nicht Lupfentwickler, deswegen sind die halt schlecht. So, auf dem Dach, jetzt können wir mal kurz hochfliegen. Komm her. Warte. Jetzt können wir uns ja mal eine Reihe, nee, es geht nicht. Stellen wir uns mal eine Reihe höher. Stelle ich mal hier oben auf das Prick. Komm her. Jo, ich komme. So, genau. So, wir haben hier oben auf dem Dach nochmal 2 Artillerie-Kanonen. Die wurden mir von einem anderen User des Servers, der hat die mir geschenkt. Also geschenkt in dem Sinne her, dass ich die einbauen kann ins Wargear. Leider wissen wir nicht mehr den Namen von ihm. Sonst doch, den weiß ich noch. Ja, dann schreib's in die Beschreibung. Genau, also guckt einfach mal in die Beschreibung, da seht ihr mal den Namen von ihm, also seinen Ingame-Name, weil ob er einen YouTube-Kanal und so, weiß ich nicht. Ist er sogar, ist er auf dem Server? Ja, der ist auf dem Server. Wer ist es denn? Das ist Jakob Feuerstein. Ach so, echt? Ja, der von dem ist die Kanone hier. Soll ich ihn mal fragen, ob er YouTube hat? Nee. Können wir später machen. Muss man jetzt nicht in die Aufnahme packen. Sonst kommt es dann hier die ganze Zeit so, hi YouTube, hi, ah. Ja. So, ich würde sagen, wir fliegen mal drumherum. Gehen wir mal einfach hier rum. Du musst aber immer aufs Wogier gucken, ja. Du machst ja auch die Aufnahme. Es ist schon auch gleich die andere Frage erklärt, ob wir beide das Video hochladen. Ja, das tun wir. Auch getrennte Sichten. Hinten schon ein schöner Pac-Man, den wir gerade eben nochmal neu gebaut haben, weil der irgendwie weg war. V2 haben wir auch nochmal neu gebaut. Was? Ja, Pac-Man habe ich gemacht. Ja, den hat Tim rausgesucht. Das ist falsch. Echt? Nee, da muss doch. Ja, das war. Ist es hier nicht irgendwie falsch, dass es hier so ist? Das ist richtig. Sieht aber irgendwie scheiße aus. So sieht's besser aus, finde ich. Du siehst besser aus. Hm. Oh mein Gott, das ist falsch, Walle. Ja, so okay, so.
Das muss halt so. Ja, unten steht V2, das ist in der Kampfversion auch nicht so. Die Rückseite war eben irgendwie weg. Doch, das ist in der Kampfversion. Na, nicht genauso. Also jedenfalls die 2 nicht. Ja. So. Ja, eben wo wir auf den Server gekommen sind, war irgendwie alles kaputt. Aber wir haben es überrepariert. Im Wurge ist noch ein Fehler, aber ich glaube, der ist aber auch nicht in der Kampfversion. Der ist jetzt auch nicht auf dem Grundstück. Ja, da wären wir dann auch fertig. Hier ist eben Scheinwerfer in der Mitte. Und unten, also da nochmal. Die kann ich hier gerne mal kurz ausmachen. Da nochmal. Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Durch so einen Bug oder so. Wen versteht hier unten? Ich bin unten am Eingang. Ich kann ja mal kurz die FOV-Anzeige wieder hochmachen. Also ja, F1. Genau, mach mal aus. Ich habe jetzt alle im Blick. Was hast du jetzt? Ja, die Scheinwerfer alle im Blick. Aber spoiler bitte nicht so viel. Guck bitte sehr auf den Boden, weil ich will dann mit dir alles durchgehen. Also ich weiß, wo die Scheinwerfer sind. Die sind rechts an der Wand. Hinten, rechts hinten. Wenn du drinnen bist, dann. Ah. Okay, warum wollten die rechts jetzt nicht angehen? Ich nicht wissen. Aber man hat ja gesehen, die anderen gehen an. Zwar ein bisschen Zeit verzögert, aber ist halt ein V2, also nicht beschweren, sondern freuen. Ist V2 am PC. Genau, V2 am PC. So, kommen wir wieder raus. Obwohl, du kannst eigentlich beim Eingang gleich bleiben. Mehr gibt's eigentlich nichts, außer dass wir hier noch diese 20 Dispenser eben haben. Unten. Unter den. Also zwischen den Lupfs und den Stichs. Mehr ist auch nicht zu sagen. Unten steht auch nochmal der Name dran. Und dieses geile Muster haben wir hier auch noch. So. Richtig geil. Also PUA V2. Wo, ja. Wo bist du jetzt? Ich komme gerade zum Eingang. Bist du bist draußen. Ja, hier sieht man jetzt ein bisschen Eisen. Ist von oben den Gängen. Hier geht man jetzt rein eben. Durch die Tür, wenn es mal nicht lecken würde. So, auf. Und wieder zu. So, ich tick mal. Ich hab gedrückt. So. Ich mach auf. Komm rein. Ich hab aufgemacht. Mann. So. Ja, ich bin schon oben, aber... Dann, wir gehen nicht zur Brücke. Wir gehen noch nicht zur Brücke, deswegen sollst du auf den Boden gucken. So, und wir... Komm mal ein Stück zurück. Komm ein Stück zurück. Oh, sie steht zu den Kanonen. Genau, zu den Kanonen. Ja, Punkt. Ist egal. Hier haben wir eine schöne Tür. Das ist eine Dreierpistentür. Die kannst du eben... In zwei verschiedene Richtungen. Blumentopf. Nee. Also ist alles... Oranges Glas haben wir jetzt hinter allen Lampen. Vor allen Lampen. Es ist vor allen Lampen. Ja, vor allen Lampen. So, wir haben... Ja. Hallo. Ja. Ach, ich bin schon weitergegangen. Jetzt. Nee, bleib mal hier. So, also alles ist gespiegelt. Das heißt, wenn jetzt hier dieser Gang hier 1 ist und da 2 und dann nach hinten geht... Geht das natürlich auf der anderen Seite hier genauso 1 und dann nach hinten und so. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier drüben lang. Es gibt sehr viele Möglichkeiten im Wurgier. Ich beim Wurgier-Kampf. Ihr habt das Wurgier schon einmal im Kampf gesehen. Genau, bei dir in der Einfolge. Ja, aber leider habe ich ja nicht aufgenommen. Sonst hätte ihr ja, gesehen, okay, aber jetzt in deiner Nichtfolge. Special, ja. Genau, ich belade dann mal gleich hier die Lupf, die ich entwickelt habe. Die ist eigentlich recht simpel zu beladen. Beladet. Ihr müsst einfach hier so beladen. Und jetzt habe ich mich wieder doppelt. Das gefällt mir nicht so. So, also wenn es dann voll ist, ist eben voll. Hi. Kommt dann eben wieder runter. Hier kommen eben nur 6 TNT hin. Bis vor, wenn da kein Redstone ist. Kommt da eben auch TNT hin und drückt einfach entweder hier oder auf der anderen Seite den Knopf. Viel einfacher. Och man, nicht schon wieder. Das ist richtig geil, man fliegt voll weg. Dann schießt sie eben, da ist jetzt eine Wand, deswegen geht das nicht. Belad auch mal, damit seine Leute aussehen. So, Laternen heißen die, glaube ich. Oder ich Lampen. Zeig dir mal, wie ich die belade. So. Ja, ist egal. Viel schneller. Ich benutze die eh nie, also ist auch egal, wie ich die belade. Ja, also die Kürbislaternen, die überall bei den Kanonen sind, sind für das Plugin da. Das hat nichts weiter zu sagen. Die sind nur fürs Plugin.
So, schießt. Ihr könnt natürlich auch hier noch an diesen zwei Repeatern, komm mal rein. Also hier an den ersten zwei Repeatern, einmal hier und natürlich auch hier, könnt ihr nochmal Delay vorstellen. Bitte immer gleich vorstellen, außer wenn ihr das könnt mit, wie heißt das? Streukörper, ist glaube ich, oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja, weißt du, was gemeint ist damit, was ich meine? Keine Ahnung. Ich meine, wenn ihr jetzt schießt, dass es dann unterschiedlich explodiert. Also, dass die linke Seite zuerst erst explodiert und dann zum Beispiel die rechte als zweites ist. Dass es dann nochmal so wegfliegt, sich auseinandersplittet. So, ja. Ja, also, lasst die Finger weg, wenn ihr es nicht könnt, das ist schwer. Also macht einfach hier den zum Beispiel jetzt zwei Texture und macht den anderen auch zwei Texture. Die andere Seite, um zu zeigen, dass es wirklich auch gespiegelt ist. Genau. Dann kannst du ja auch gleich auf der anderen Seite hochgehen zu Deck 1 und Deck 2. Deck 1. Einfach mal kurz hochfliegen, ist schneller. Hä? Hier war eigentlich mal ein Bug, da wo ich bin. Wir haben gar nicht fertig gebaut. Wir haben nicht fertig gebaut. Tim, du bist in Deck 2. Nee, du musst eigentlich in Deck 1 sein, gell? Bist du in Deck 1? Ja, bist du. Hier, guck mal, hier fehlt noch überall. Warte, ich geh mal da rein. Also ihr werdet natürlich, die Kampfversion sieht nicht so aus. Du musst es jetzt nicht komplett zumachen. Das reicht so. Doch. Okay, dann mach halt. Dann seht ihr eben bei ihm. Wir reißen es eh ab. Weil wir, ja, wir werden, ja, wir wollen, unser Fort 3 ist ja auch schon fertig, hat man ja bei mir in dem Fight-Video gesehen schon, was ja schon kam. Da hat der geheime Schüler, oder Brikanto, wie wird's heißen? Brikanto, geheimer Schüler? Brikanto. Okay, Brikanto hat mit dem V2 gekämpft, ich eben mit V3. Boah, Tim. Ja, Tim halt. Geht auch. Das ist einfach. So, komm mal wieder her. Genau, das sind eben dann die Stichkanonen. Bei denen verstellt ihr hier an den Schildern, da steht Delay. Das heißt nicht, dass die Pistons das Delay sind, sondern dass der Repeater, der drunter ist, das Delay ist. Mhm. Und auch nur der erste wieder, weil die anderen sind für die Projektile da und da bitte nichts umstellen. Ging nur nicht besser vom Platz her. Jo, da beladen wir mal die Kanone, ich geh mal hier rüber. Genau, geh du einfach mal zur zweiten. Also die sind alle gleich, die sind immer gecopy-pasted. Deswegen ist es immer dasselbe Prinzip. Ihr beladet einfach und vergesst auch nicht, die Decke zu beladen. Nur die Kanone. Was? In der Kanone, also bei dem Wogi haben wir ja nur diese Kanonen. Nee, wir haben ja oben noch die Artis. Also bis jetzt habe ich die so beladen, ich erkläre es jetzt einfach mal so wie beim V1 die Kanonen. Und ja. Das Deckenladung. Es ist natürlich auch einfach nur die V1 Kanone, nur eben das jetzt vorne, wenn du es auch mal kurz nochmal zeigst, eben jetzt drei hoch, die TNT angestapelt sind. Und hinten eben nochmal so an der Decke nochmal was klebt. Sonst ist gleich. Bei mir fehlt jetzt hier der Knopf. Hier ist ein Schalter. Stimmt, ein Schalter. Ja, bei mir fehlt jetzt hier der Schalter, weil ja die gefehlt hat, die Wand. So. Hab ich denn. Da war nur einer. Und auf der anderen Egal. Seite. Auf der anderen Seite fehlt einer, auch. Auf der anderen Seite stand SGV4 Kanone. Ist egal. Drück einfach mal schießen. Ach ja, ihr müsst den Hebel gedrückt lassen, deswegen ist es auch ein Hebel. LOL. Stimmt, weil es ja nicht verkabelt ist. Klar. Jetzt muss ich nochmal hier in die Wand rein. Bei mir hat man es gesehen, komm, der belad einfach mal die daneben. Nee, warte, ich mach's jetzt einfach mal ganz kurz. Ja, hier muss eigentlich eine Fackel drauf. Bei euch ist es natürlich nicht so mit Problem. Also. So, das sieht dann so aus und da muss noch. Die Kampfversion ist jetzt ja richtig, aber nur unser Woje ist gefailed. Da ist irgendwas kaputt gegangen. So. Und genau, so müsste jetzt sein. Ja, so stimmt jetzt. So, und jetzt müsste ja eigentlich normalerweise das alles runterfallen. Dann schießen. Nee. Jetzt habe ich wieder gefehlt. Ach, geh einfach eine Kanone daneben. Nee, ich habe nur was vergessen, und zwar die Fackel hier oben nochmal. So. Jetzt müsst ihr eigentlich zünden, oder? Ja, genau. Ich fliege. Nicht. So, also hier jetzt, warte, ich zeige es nochmal kurz. Das hat man jetzt, glaube ich, gerade noch gesehen. Also, wenn man jetzt den Hebel umlegt, gehen hier, oh, scheiße, das war jetzt dumm. Pistons runter. Warum sitzt überall TNT? Egal. Macht ja eh keinen Schaden. Ja, da gehen hier eben die nicht runter, die kommen von der Seite. Diesen sieht man doch hier, sieht man doch, wenn du beim Delay mal guckst. Warte. Gut, das Delay ist rechts und links. Ja, doch, jetzt hab du musst ja nur mal rechts und links gucken, hier wo... Ich hab hier einen vollen Bug, ich kann jetzt nicht voll durchgucken. Nee, da musst du einfach einen Block daneben setzen. Warte, geh weg. So, ja, geht wieder. Guck hier, wo ich gerade bin. Guck da ist der Pisten.
Ja. Oh, lol. Egal. Fernseher komm, auch. Da gehen wir mal ins genau. Deck 2. Und deswegen, und zwar, ja, warte mal. Das ist richtig Besonderes. Und zwar genau das gleiche. Ja. Ja, du hast dich ja nur angelöst. Ja, ist wirklich was Besonderes. Und die Wand fehlt wieder. Auch komplett auf. Ja. Mach die gerade zu. Ja, also es ist natürlich, falls es jetzt bei dir nicht so drauf war, alles immer beschriftet. Außer die Artis, die haben keine extra Beschriftung. Also zweites Deck, Lupf und Brücke ist eben unten, zweites Deck oben. Eigentlich wäre noch oben Lupf und Arti, aber... Ach, nur Arti, Lupflich. Ja, hier fehlt natürlich jetzt wieder. Jetzt muss ich natürlich hier wieder neu... hier wieder verkabeln. So, was kommt da hin? Redstone-Fackel. Und schon in der zweiten Schalter. So, da war noch eine Redstone-Fackel. Nee, fail. So. Genau, jetzt stimmt's wieder. Da kann nichts hin. Nee, da. Nee, da geht keiner. Genau. Doch, da war einer und da war hier die Schalter. Ja, aber es geht gerade nicht anders, weil ich so gebaut habe. Deswegen muss da einer hin. So, jetzt müsste es gehen. Prinzip. Warte, ich habe gezündet, genau. Ich mach so Spaß, mal wegzufliegen. Wirklich gleiche Prinzip. Ja, es ist immer dieselbe Kanone, also immer gleich beladen. Ja, ich mach's jetzt einfach mal so und mach hier einfach. Ja, ist egal, Ahnung. Einfach irgendwie. Hier einfach nochmal die Decke. Egal. Automatisch zündet. Okay. Woran das jetzt liegt, weiß ich nicht. Sorry. Gut, dass wir es jetzt aber gezeigt haben, wie TNT. Falsch geht. Also so, also wenn das euch so passiert, rennt einfach weg. Weil ihr habt keinen Creative Mode im Kampf. Ja, der einzige Unterschied zu unten, der dem Deck ist, hat man doch auch von außen gesehen. Die Kanonen hier in der Mitte sind weit auseinander eben. Als unten. Hier drüben müsste. Nee, hier drüben ist ganz. Ja, yeah, hier war ja nichts kaputt. Vergessen. Du hast die Pumpkin vergessen. Ja, komm, wir müssen. Tim, es interessiert eh keinen. Die Version wird nie zum Download kommen, wir werden sie eh gleich abreißen. Also Kekse. So. So, jetzt sind wir mal bei den Artis, wenn du mal hochkommst. Wo bist du? Jo. Also bist drüben. Okay, dann mach du die Arti, mach ich die. Also das steht ja alles am Schild dran. Das ist eine 18er Arti, wie schon gesagt, von Jakob Feuerstein, der auch gerade auf dem Server ist und auch sogar was geschrieben hat, gerade im Chat. Der unterhält sich gerade mit Leuten. Also der ist sehr gesprächig. Genau, der ist gesprächig, könnt ihr euch mit dem unterhalten. So, die 18er Arti hat er entwickelt und die ist ein bisschen tricky. Weil das hätte ich nicht so gebaut wahrscheinlich. Ich kann auch keine Arti, also... So, hast du befüllt? Ah, du hast schon geschossen, okay. So, dann schieße ich aber gerade wie ich stich. Ja, wegen der Decke, das ist egal. So, man hat... Lichtgeschwindigkeit war das wieder. Ja, das war wieder super speed. Ich kann ja gerne mal beladen und schieße. Nee, ich will was zeigen, kurz. Drück mal nur den Knopf. So, also jetzt sieht man hier gleich. Hier gehen von Pistons zu. Also Blöcke und unten kommt dieser Double Piston Extender aus dem Boden und schiebt das TNT eben hier hin. Ja, das lag jetzt gerade ein bisschen. Also es wird eben dann hier auf die Brauchstände alles geschoben und wird dann eben rausgeschossen. Und so ist eben das Prinzip von dieser Kanone. Und wir mussten das jetzt so mit der Decke bauen, also ich, weil du kennst dich ja damit nicht aus mit so einem Gripsgrams. Wahrscheinlich nicht. Ja, ich musste das jetzt so bauen, weil hätte ich die Slabs höher gebaut, also jetzt auf diese Höhe da zum Beispiel, dann könnte das TNT hier in diese Redstone-Schaltung hier reinfliegen, weil gezündetes TNT ist ein bisschen kleiner als der Block TNT, sieht man vielleicht, wenn ich es jetzt mal zünde. Also es ist ein Stück kleiner, deswegen kann ich auch hier noch, wenn es, okay, ne, also ich will mal zeigen, guck, hier, wenn es jetzt zündet, man jetzt hier noch daneben immer noch nee, kann man nicht, es ist nach drüben gesprungen wahrscheinlich. Okay, egal, auf jeden Fall ist es was ich weiß, wie eigentlich, wenn man das jetzt hier einen hinsetzt und hier das nee das geht kaputt. Nee, ich meine jetzt einfach zum zeigen mit dem Größenunterschied hier. Ja, das eine zündet und das andere bleibt stehen. Das andere hängt jetzt in der Wand drinne. Jetzt hast du die Kanone Schrott gemacht gerade.
Ich weiß. Okay, erste Kanone kaputt, nächste Kanone. Oh, jetzt ist wenigstens ein Optifine-Glas verbaut. Sozusagen. Ja, geil. Am Decker. Genau. So. Also jetzt nochmal kurz Erklärung. TNT ist, wenn es gezündet ist, ein Block kleiner. Leg dich deswegen, wenn die Decke höher ist, manchmal hier rein. Und dann geht's hier eben kaputt und kaputt man's. Eben. Da, ich hab nochmal zum Beispiel. Geil. Ich hab zum Glück den. Hab ich so wieder kaputt gemacht. Nee, ich hab den Block. Hä? Warum ist dein Block an der Decke? Egal, wir machen einfach gerade alles kaputt. Ja, wenn du jetzt nichts mehr hast, wärst du eigentlich mit V2, oder? Ich hab nichts mehr, ja. Genau. Ey, neuer Admin. Hä, Mr. Tool LP ist schon vor lange da. Kenn ich nicht. Der war aber davor, glaube ich, Owner. Okay, ja, dann gehen wir wieder hier hin. Und ja, das ist eben V2. Wenn es euch gefällt, könnt ihr eben mit dem Namen, der hier unten immer noch dran steht. Ich hab noch kämpfen. Was zu sagen. Ja, was ist? Und zwar Profi hat einen neuen Skin. Achso, stimmt, ja, stimmt, ja. Genau, ich habe ja meinen Skin mal geupdatet. Sieht jetzt ein bisschen anders aus. Nicht viel, aber ein bisschen anders. Nicht mehr so ultra viel blau und verschnörkeltes Krimskram. Nur noch ein bisschen weniger blau geschnörkeltes Krimskram. Ja, ein bisschen. Ich bin ja ein sehr einfach gehaltener Mensch, deswegen ist Hose und Arme eigentlich direkt gleich, nur dass eben unten blaue Schuhe sind und oben eben Hände. Sieht man vielleicht. Ich fliege da einmal drum rum. Ich komme. Das hier, das ist voll dumm, ey. Das sieht so aus, wenn man jetzt hier von hier guckt, irgendwie. Warte, ne, irgendwas doch. Heavy. Mich hier eben so. Genau, jetzt sieht es da gerade. Ach ja, hier. In der Mitte ist natürlich hier so ein Spalt sozusagen. Zwischen den Armen, damit es auch ein bisschen realistischer aussieht. Hinten muss es aber zugemacht werden wegen den Gängen, damit man noch einen rausgehen konnte. Deswegen ist da keine Lücke nach hinten durch. Der V2 hat komplett keine Shots, was ja im V1 nur die untersten Kanonen nicht hatten. Ist hier überall. Leider, weil hat nicht in den Arm reingepasst, oder? Ich weiß gerade auch nicht. Ich glaube, es war wegen technischen Problemen. Ja. Weil sonst hätte ich sie eingebaut. Hinten nochmal schön Pac-Man mit V2. Und ja, das wär's dann eigentlich. Wenn du nichts mehr hast jetzt. Nee, ich hab nichts mehr. Gut. Das habe ich zwar eben schon gefragt, aber wir können uns ja gerne wiederholen. Genau. Wo bist du? Ach, da oben. Ja, da wär's das. Ich zeig nochmal kurz den Namen, wo du mich ja eben unterbrochen hast. Also hier seht ihr nochmal, es heißt POAV2. Falls das große V von V2, also nicht von Wargear V2, sondern geh weg, ich sehe nichts. Also von POA. Sie blend doch einfach den Namen nochmal ein ins Video. Ja, aber das wär's dann. Also nochmal. P O auf O A und dann entweder ein großes V und eine 2 oder eben ein kleines V und eine 2. Ja? Ja, komm mach hin. Ja. Also einer der beiden Namen muss stimmen. Wenn nicht, dann beschwert euch beim Server. So, aber das war's mit der Folge, oder? Mit dem Let's Show. Let's Show. Let's Show Wargear V2 PC. Bei mir, auf jeden Fall. Heißt das so. Jo. Ja. Würde ich einfach mal sagen. Ja, sehen wir uns, ja, sehen wir uns später. Einfach. Jo. Also. Dann, bye. Genau, bye. Leute, wisst ihr, was ich vergessen habe? Also, geheimer Schüler auch, aber der ist jetzt direkt offline gegangen. Ja, wir haben einen Raum vergessen, in dem er zwar schon zum Anfang drin war, aber den wir trotzdem nicht so gezeigt haben. Und zwar die Brücke. Wir waren nicht in der Brücke. Das ist doch crazy. So, kurze Erläuterung. Pistentür kommt von links. Links ist da drüben. Fährt eben raus und rein. Hier ist noch eine Druckplatte. Also ist eine Zweier. Tür. Hier geht natürlich auch auf. Kann auch durchgehen.
So, ja, hier kann man die Tür verriegeln. Deswegen heißt der, also hier ist erstmal die Brücke. Hier geht es einmal den Alarm an aus. Der ist jetzt aus gewesen, weil das ist eben dieser eine Schaden, von dem ich im ersten Video ja gesagt habe. Also im Walking ist dieser eine Schaden, das ist eben der mittlere Schaden, irgendwie beschädigt wurde. Das ist vor der Brücke. Irgendwie ein Sand, also es ist ein Sandsensor, der ist irgendwie beschädigt. Keine Ahnung warum. Und deswegen blinkt das die ganze Zeit. Deswegen kann man mit diesem Hebel eben den Alarm ausstellen. So, also der Sensor nur in der Mitte blinkt. Und deswegen kann man auch nur den in der Mitte ausstellen. Weil die anderen sind statisch an und deswegen macht es keine Lags. Das ist, die Sensoren sind um die Blöcke verteilt. Also der linke Sensor ist da drüben irgendwo. Der rechte Sensor ist da drüben irgendwo. Und der mittlere Sensor ist eben vorne. Hinten muss kein Sensor hin, weil da ist die Wolle von draußen. Also ganz simpel eigentlich. So. Ja, also hier eben Alarm, Tür verriegeln habe ich jetzt mal gemacht. Das heißt, wir können jetzt hier nicht mehr die Tür benutzen. Das ist alles mit den Pisten geschalten, weil ich aber keinen Minecraft-Sound anhabe, generell nicht. Hört man das nicht. So, jetzt ist eben wieder deaktiviert. Jetzt kann man wieder durchgehen. Genau. Jetzt laggt es da gerade. So, hier drüben haben wir jetzt die Scheinwerfer, die ja vorhin der Brikantur, wie der ja heißen, gezeigt hat. So, also er ist ja wahrscheinlich hier so oder so rein. Und dann hat er eben hier gedrückt oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Vielleicht hat er sich einfach hier umgeguckt und hat dann gemacht oder so. Kein Plan. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier sind noch die Dispenser, die sind eben vorne. Die 20 Stück hat man ja auch gesehen im Video. Und ja. Genau, das wäre es dann zu der Brücke. Die hat Bodenbeleuchtung, die sieht man ja auch hier außen. Das habe ich ja gemeint, dass es deswegen alles ein bisschen rausgucken so. Aber sonst wäre es das auch hier drüber ist Technik für die Dinger da und so. Also hier ist überall Technik drumherum, hier kann man sich nicht kaum durchgreifen oder so. Deswegen. So, und ich will jetzt auch nochmal kurz zeigen, weil ich es ja nicht gemacht habe. Dass man natürlich auch hier lang gehen kann und dann natürlich auch dieselbe Lupf wie auf der anderen Seite vorfindet, nur eben direkt gespiegelt. Die funktioniert auch genauso. Die belade ich jetzt nur mal teilweise. Also so. Keine Ahnung, so, so. So, 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 so. Oder ich belade sie doch voll. So. Genau. Hier natürlich wieder verstellen. Beide immer bitte. Und dann geht es eben zum ersten, zweiten Deck. Das habt ihr aber ja schon gesehen. Im Video. Ja, da wäre es dann. Jetzt wirklich mal mit dem Video. Tür auf, danke. Jetzt kann man da so durchs Bunker schauen und in die Technik rein. Das gefällt mir nicht. So, geh mal wieder raus. Mit TNT geht das natürlich nicht. Ja. Da wäre es das dann mit dem Wurgier. Und jetzt auch wirklich, ich glaube, es gibt ja keine extra Räume sonst, außer die Brücke. Deswegen müsste es eigentlich jetzt alles gewesen sein. Und falls ihr Fragen habt, einfach in die Beschreibung, habe ich ja mal gesagt, Hashtag WG und eure Frage dahinter. Dann beantworte ich eure Fragen. Wenn jetzt Fragen zu eindeutig sind, dann beantworte ich die nicht. Ich hatte schon mal eine Frage im Voraus beantworten, und zwar in ein Burgier dürfen 12 Kanonen, was man sich ja logischerweise errechnen kann, bei 8 Stichs, 2 Artis sind 10 plus 2 Lupf sind 12, also 12 Kanonen pro Burgier. Früher waren es mal nur 10 plus Hauptwaffe, heute ist es jetzt aktuell anders, gab ja neue Regeln und so, und genau. Dann wäre es jetzt wirklich mal, damit es sich nicht weiter in die Länge zieht, weil wir haben es jetzt auch schon ein bisschen später abends. Und ja, da wäre es eben. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Video. Und im Namen von mir, Brikanto, dem Serverteam und allen anderen verabschiede ich euch jetzt vom Server und natürlich auch von dem Video mit einem
schönen und lauten Ciao.